Wir stehen hier jetzt am Salzburgring während eines Rennens. Die Umweltabteilung des Landes hat hier ein ganz neues Messgerät aufgestellt, damit wir einem Wunsch der Anrainer, die über Lärmbelästigung geklagt haben, nachkommen. Dieses neue Messgerät kann rund um die Uhr den Lärm hier messen und wir werden das monatlich auswerten und auch dann veröffentlichen. Die Ergebnisse werden auch dann den Anrainern bekannt gegeben. Das Spezielle an dieser Messstation ist der Noise Compass. Das ist der untere Teil. Da sind 8 Mikrofone eingebaut und die vorherrschende dominante Schallquelle wird da aufgenommen. Er erfasst horizontal die dominante Geräusche und auch vertikal, sodass nur alleine der Salzburgring erfasst werden kann. Wir werden diese Ergebnisse mit der Geschäftsführung des Salzburgrings besprechen und auch, welche weiteren Schritte vielleicht für die Reduktion des Lärms notwendig sind.